Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Gran Turismo 5. Und ich werde es jetzt direkt vorab sagen, ich werde jetzt hier nur eine kleine, ja sagen wir mal, Autovorstellung machen, weil ich habe mir nämlich die zwei Fahrzeugpacks geholt und die werde ich jetzt erstmal vorstellen, was da dabei ist. Und wenn jetzt Leute gibt, die sagen, mich interessiert das eh nicht, dann können sie direkt hier wegschalten. Ich denke, ich werde das so, ja so um den, um einen Part lang ziehen, sage ich jetzt mal, weil es sind 11 Autos, für jedes Auto eine Minute, ihr seht es ja, der speichert hier Daten und so weiter und das muss ich jetzt halt einfach alles mal annehmen. Ich wollte das jetzt auch nicht offscreen machen, sondern ich wollte es euch halt auch wirklich zeigen. Hier haben wir einmal den Nissan GT-R Black Edition 2012, ja, ich verwende den jetzt erstmal nicht. So, nochmal kurz geboostet. Und weiter geht's. Ja, also wie gesagt, ich habe mir zwei Fahrzeugpacks gekauft. Darunter war ja auch, oder ist auch, der Lamborghini Aventador, den ich ja so favorisiert habe, sage ich jetzt mal. So, und ich glaube, ein paar geschenkt, paar geschenkte Autos habe ich auch noch. Also da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. So, das nächste ist ein Scirocco, wenn ich das jetzt gerade hier richtig gesehen habe. So, ein Scirocco. Ja, genau. Von 2010 in Rising Blue Metallic. Immer diese Namen dieser Farben. Ist auch immer so ganz speziell so. So. Ja, wie gesagt, also wenn ihr es nicht gucken wollt, dann springt einfach zum nächsten Part, denke ich. Da werde ich dann richtig einsteigen. Ich bin jetzt auch online und werde mir dann gleich mal gucken, ob ich da irgendwelche coolen Saisonveranstaltungen, ja, ob es da irgendwelche guten gibt. Ich hatte da mir eins ausgesucht, aber ich habe da gerade geguckt und das ist meines Wissens schon abgelaufen. Das hatte ich nämlich im Single LP, also bei meiner Anna Karriere, hatte ich das wieder, Rising Blue Metallic, hatte ich das gespielt und das ging eigentlich ziemlich gut. Also du musstest dich zwar anstrengen, um da wirklich den ersten Platz zu holen und auch wirklich großes Preisgeld abzuräumen, aber es hat halt dann auch, ich glaube im dritten Versuch habe ich das, ich bin das dreimal gefahren, hat es dann auch geklappt, einmal wurde ich Dritter, einmal Zweiter und dann am Ende Erster. Es war aber dann doch mit diesen ja, sehr schnellen Autos. Also ich kann auch gleich zeigen, mit welchem Auto ich da gefahren bin, denn das, dieses Race Car kommt auch noch. So, jetzt haben wir ein Mini. Also manche Autos sind da, nee, Mini, doch Mini war's. Mini Cooper S. Manche Autos sind da jetzt nicht so spektakulär, aber sie sind halt einfach in den Packs dabei. Mein Gott, ist halt dann so, ne? Ja, und das Gute ist halt, ich habe es jetzt auch wirklich, ich kann das für beide Accounts verwenden, also ich muss mir das jetzt nicht zweimal kaufen. Und da ich sowieso auch gerade in meinem Single LP öfters jetzt mal Gran Turismo 5 zocke, und auch dieser Wagen geht auch ziemlich gut. Ja, Aston Martin V12, Vanquish ist das, glaube ich, oder? Weiß gerade gar nicht, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Aber ich glaube schon. Nee, Vantage, sowas irgendwie, von 2010. Genau, ich klicke jetzt erstmal alle durch Nein, weil ich muss mir dann eh wieder ein neues Auto aussuchen für die Saisonveranstaltung. Ich habe auch ein Lamborghini-Event gesehen, vielleicht kann man da was mit dem Aventador reißen. Und was ich auch bei dem Lamborghini Aventador weiß, dass von meinem anderen Account, dass der wirklich auf der Straße klebt, wie sonst noch was, durch eben diesen Allradantrieb. So, das ist dieses Racecar, mit dem ich dieses andere Event gefahren bin, wovon ich eben gesprochen hatte. Das Ding geht ziemlich ab, Leute, das kann ich euch direkt mal sagen. Da bin ich, was spar bin ich mit der Karre gefahren, was 3,50 im Windschatten. Und man muss bedenken, der Wagen ist aus 1988, also das ist da schon, also schon fast 30 Jahre alt, ne, 30 Jahre noch nicht, 20 und ein bisschen, 25, 26 Jahre, um jetzt mal ganz genau zu sein.
Ne, ich meine 25. 25, um ganz genau zu sein. Aber ist schon eine Wucht, also mit so einem Auto. Da habe ich dann auch reihenweise die anderen Autos weggezogen, wie zum Beispiel so ein, wie heißen die Le-Mans-Fahrzeuge von Audi zum Beispiel, der R10 oder so. Genau, jetzt kommt hier mein eigentlich schon Lieblingsauto von diesem Pack, der Lamborghini Aventador. Ich finde doch dieses Design einfach so geil. Kannst nichts gegen sagen. Dann auch noch in so einem coolen Orange. Arancio Argos. Verbessert mich jetzt, ich bin kein Italiener und ich bin auch nicht der italienischen Sprache mächtig. So. Alles klärchen. So, jetzt haben wir noch. Wie viel? Fünf Autos haben wir noch? Oder vier? Ne, ich glaube, es waren jetzt nur noch vier, ne? Und dann gehen wir nochmal schnell in die Community. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar Autos zum Abstauben. So, jetzt haben wir noch den Mini Cooper Countryman. Auch eher unspektakulär. Das ist halt dieser, ja, Mini-Geländewagen. Kleingeländewagen nenne ich den jetzt mal. Also wirklich Geländewagen finde ich den nicht. Der ist irgendwie halt ein bisschen hochgesetzt. So, nein, nicht verwenden. Jawohl, kriegt die ganzen Farben, kriege ich jetzt auch noch rein. Show. Jetzt haben wir noch die letzten drei. Der andere ist ja, ist die Corvette C7 Stingray 2014, die ich mir auch runtergeladen hatte und die war jetzt halt da auch dabei. Die habe ich dann halt auch noch direkt installiert. So, das ist jetzt wirklich ein, ja, Madenauto, den hätten sie auch ruhig rauslassen können. Also meiner Meinung nach ist wirklich jetzt gar nichts Besonderes. Aber gut, mein Gott, nehme ich halt mit. In Aqua Blue. Ja, genau. Sieht für mich eher aus wie Babyblau. Aber gut. So, jetzt auch noch zwei. Dann, ja, da kann ich schon wirklich fast einen eigenen Part draus machen. So, weil halt auch immer diese Ladezeiten sind da dabei, aber wie gesagt, ich wollte es euch jetzt nicht vorenthalten. Das sollte jetzt, glaube ich, der alte Käfer sein, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ja, genau. Auch sehr cool. Das hat wiederum Style, ja. Das Auto ist zwar langsam und alt, aber es hat Style. Wieso der 1200 von 66 heißt, keine Ahnung. Vielleicht hieß der wirklich damals so. Und diesen Käfer hat dann. Oder diesen Begriff Käfer hat er wahrscheinlich dann nur im Volksmund erhalten. So, jetzt auf geht's. Jetzt, ihr habt's gleich geschafft. Wenn ihr nicht schon längst ausgeschaltet habt. Kommt nur noch die Corvette Stingray, der Prototyp. Und dann haben wir's. Ja, gut, kurz in die Community gehen wir noch rein. Und dann werde ich den Part, glaube ich, beenden. Jetzt mache ich auch so ein extra Outro dann. Also Cyber Grey Metallic. Aber auch ein geiler Name. Es sind aber irgendwelche kreativen Köpfe, die sich einfach diese Namen für die Farben ausdenken, oder? Unglaublich. Einfach unglaublich. So, mir würde auch einfach die Farbe reichen. Blau, hellblau, dunkelblau. Fertig. Mehr gibt es halt da nicht. So Babyblow-like. So, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ging mit da zwei Geschenke, genau. Ah, so ging das hier. Zack. Ich weiß zwar nicht welche, aber viel Spaß damit. Okay. Vielen Dank, Autoticket. Alle empfangen einfach. Ich bedanke mich dafür. Empfang abgeschlossen. Yay, das sollte jetzt eigentlich bei mir in der Autobörse sein. Ja, genau. So, haben wir einmal einen Daihatsu. Kenne ich gar nicht. Oder lass mich da jetzt überraschen. Ich hoffe, ihr habt mir ja keinen Scheiß gesendet, ey. Kann ich kotzen? Nein, Spaß. So. Also, wie gesagt, danke nochmal an die beiden, die mir den geschickt haben. Ach du Scheiße. Hör doch auf, Mann. Jawohl. Alter, ein Auto. Ich wusste schon, der hat zu gar nichts. Nein, Spaß.
Aber sind halt bekannt für langsame Autos, sage ich jetzt mal. So. Jawohl, 40. Jetzt haben wir wieder eine neue Hupe. So, jetzt. HKS. Gott. Das könnte jetzt ein ziemlich krasses Ding sein, aber kann auch wieder so ein Mannfahrzeug wie eben sein. Oh mein Gott. Kann ja mal hier runterschreiben, warum man mir so Scheißkarren sendet. Vielleicht brauche ich die ja irgendwo für. Oder hat sie einfach doppelt in der Garage? Alter Schwede! Ach, ist es dieses getunte Dingsbums, der über 1000 PS hat oder so? Kann das? Ich weiß es nicht. Der hat mich, glaube ich, hier im PSN angeschrieben. Naja, gut. So, jetzt hat er es hoffentlich. Genau, also, das war es jetzt erstmal hierfür. Für diese Folge der Autoverstellung. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich direkt im nächsten Part wieder und fangen dann an mit dem Let's Play, also mit den Rennen ganz normal. Also, bis gleich, Leute.